Hier wechsle ich zwischen einem Topspin mit Drehung und einem geraden Topspin. Man konzentriere sich auf die Unterschiede in der Bewegung. Der Topspin mit Drehung erfordert eine vertikalere Handbewegung beim Auftreffen. Der Topspin mit Drehung erfordert einen zarten Schlag und in der Neigung des Schlägers. Beim Topspin mit Drehung ist eine offene Schlägerhaltung erforderlich. Man achte auf einen guten Stand und die Gewichtsverlagerung von hinten nach vorne. Hier wechsle ich zwischen einem Topspin mit Drehung und einem geraden Rückhand-Topspin. Man konzentriere sich auf die Unterschiede in der Bewegung. Der gerade Topspin erfolgt in eher horizontaler Richtung, in der Schlagkraft, der gerade Topspin wird härter geschlagen und in der Neigung des Schlägers. Der gerade Topspin erfordert eine geschlossene Schlägerhaltung. Man achte auf eine gute Schulterdrehung bei der Ausführung der Handbewegung, was zu mehr Kraft führt. Bei dieser Übung stehen die zwei Spieler weit hinter dem Tisch und spielen Topspin auf Topspin. Man achte auf die Qualität der Platzierungen und des Stands. Die Armbewegung ist etwas ausladender, da man weit hinter dem Tisch steht. Gut auf die Drehung der Hüften und Schulter achten, um den Topspin zu verstärken. Die Flugbahn des gegnerischen Balls muss unbedingt korrekt eingeschätzt werden. Bei dieser Übung schlägt der Partner einen Topspin-Ball auf meine Vorhand, dann auf meine Rückhand. Ich führe einen Topspin als Gegenschlag aus und bediene mich dabei der Geschwindigkeit und Drehung des gegnerischen Balles. Der Ball wird unmittelbar nach dem Abspringen oder auf seinem höchsten Punkt geschlagen. Und ich achte dabei auf die Neigung meines Schlägers, der aufgrund des gegnerischen Effets recht geschlossen in der Hand liegen muss. Der Unterarm und die Hand müssen bei einem Richtungswechsel sehr schnell arbeiten.